Freiheit und Verantwortung stehen im Mittelpunkt dieses Podcasts und zwar bezogen auf Zeitmanagement oder wie ich eigentlich schöner finde, Lebenszeitgestaltung, denn dein Leben besteht nicht nur aus Zeit und wenn du die Zeit managst, managst du am Ende dein Leben und da spielen Freiheit und Verantwortung und Stephen Coveys große ich will nicht sagen Fehler, aber vielleicht, was er ausgelassen hat. Das spielt heute eine große Rolle. Viel Spaß bei diesem Podcast. Das ist der Podcast Nummer 136 vom Dienstag, dem 26. November 2024 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin, wo es um Modeling und NLP geht, jeden Dienstag. Gute Gedanken und nützliche Modelle führen zu einem schönen Leben. Darum geht's hier. Schön denken nützt, so komisch das klingt, weil wenn du dein Denken änderst, änderst du auch viel im Leben. Und daran arbeite ich dienstags mit dem Podcast, donnerstag häufig mit Webinaren, am Samstag mit Texten im Newsletter, die du auf www.ralfstumpf.de/newsletter bekommst. In der Reihe der Ein-Wort-Podcasts, wo immer ein Wort im Mittelpunkt steht, geht's heute um die Freiheit. Freiheit ist ja erstmal nur ein Wort, ne? Wie all diese Wörter, die hier im Mittelpunkt stehen. Und die Frage ist, was bedeutet es? Ist ein Begriff bei diesem Wort? Doch ein Begriff muss bei dem Wort sein, so wie es in Goethes Faust heißt. Es ist auf jeden Fall ein Triggerwort, es macht viel mit Leuten. Und wenn man es dann noch kombiniert mit der Verantwortung, dann, glaube ich, triggert es fast noch mehr. Dabei gibt es ein großartiges Modell, was mit Freiheit und Verantwortung funktioniert. Und das will ich dir heute vorstellen im Zusammenhang mit Zeitmanagement. Und dabei beziehe ich mich auf Stephen Covey, der in den 80er Jahren das nach wie vor nach meiner Meinung beste Zeitmanagementmodell beschrieben hat, in dem allerdings eine Lücke oder ein Fehler oder eine Paradoxie ist, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, die werde ich dir heute erklären und ich werde sie füllen. Und darum geht es heute insgesamt. Nebenbei erkläre ich dir, was Freiheit ist und was Verantwortung ist und wann du um Gottes Willen keine Verantwortung übernehmen solltest. Alles das sind heute die Themen dieses Podcasts. Ich bin gespannt, wie lange er dauert, wenn es um Zeitmanagement geht. Ich bitte dich heute ein bisschen mit zu visualisieren und dir, ist ja ein Podcast, es geht ja nur ums Hören, und dir zwei Grafiken innerlich vorzustellen. Das eine ist erst ist ganz einfach, die eine ist total einfach. Ein Koordinatensystem, X-Achse, Y-Achse, brauchst du auch gar nicht groß beschriften. Und du schreibst an die Y-Achse, also die, die nach oben geht, schreibst du hin Freiheit. Und die, die von links nach rechts geht, also die X-Achse, da schreibst du hin Verantwortung. Das heißt, du hast ein Koordinatensystem, wo du eintragen kannst, wie viel Freiheit und wie viel Verantwortung hat jemand. Das Ganze garnierst du jetzt noch mit einer schönen geraden Linie, die vom Ursprung einfach schräg nach oben geht. Das ist die Linie, wo Freiheit und Verantwortung immer im Gleichgewicht sind. Also wo du im Anfang der Linie wenig Freiheit und wenig Verantwortung hast und wo du, je weiter du der Linie folgst, immer mehr Freiheit und mehr Verantwortung hast. Und ich habe dieses Modell mal in jungen Trainerjahren von einem Manager vorgestellt bekommen. Das hat mich wirklich, gerade weil es so einfach ist, so gepackt. Und der meinte damals, und dem stimme ich auch zu, wir streben danach, dass Freiheit und Verantwortung in unserem Leben im Gleichgewicht sind. Das ist es, was wir schön finden. Und wenn wir es korrigieren, dann würden wir normalerweise gerne ein bisschen so machen, dass wir einen Tick mehr Freiheit als Verantwortung haben. Und dann meinte er, für ihn als Manager ist es so, dass wenn seine Mitarbeiter mehr Freiheit sich nehmen, als sie Verantwortung bereit sind zu übernehmen, dann muss er den Rest über Kontrolle ausgleichen. Und drum guckt er, dass er seine Mitarbeiter dazu bringt, dass sie auch Verantwortung übernehmen. Ich glaube, damit hat er ein bisschen den zweiten Teil unterschlagen, den ich halt bei Leuten wie ihm oft sehe. Menschen, die im Leben vorankommen, die Karriere machen, das sind die, die häufig sich um Verantwortung bemühen, die also auch Verantwortung übernehmen.
Denen geht dabei manchmal die Freiheit ein bisschen flöten. Wir gucken uns das gleich im Detail an, wie das mit Freiheit und Verantwortung ist. Was ich damals bei dieser Gruppe von Top-Managern, die ich da in jungen Jahren geschult habe, schon erstaunlich fand, ist, auf den ersten Blick habe ich denen ihre Freiheit so bewundert. Zum Beispiel war das bei denen so, dass die kommen und gehen konnten in der Firma, wann sie wollten. Das heißt, die hatten keine festen Arbeitszeiten vorgeschrieben. Das klingt erstmal nach ganz viel Freiheit. Letztendlich hat das bei den meisten bedeutet, dass sie als Erste gekommen sind, als Letzte gegangen sind, weil sie hatten halt bestimmte Aufgaben, die sie erfüllen mussten oder wollten. Und drum waren sie mehr oder weniger immer in der Firma. So viel zum Thema Freiheit und Verantwortung. Gut, leg das mal auf die Seite. Wir kommen gleich drauf und dann wird auch noch definiert, was Freiheit und Verantwortung ist. Und wir blättern innerlich jetzt das Blatt um und geben die Bühne frei für Stephen Covey zum Thema Zeitmanagement. Das ist ja ein spannendes Thema. Und ich weiß noch, in der gleichen Zeit meines Lebens, wo ich diesen einen Manager kennengelernt habe, habe ich auch einen anderen kennengelernt. Und der war wirklich weit oben in der Hierarchie und der hat mir irgendwann angeboten, dass er mich ein bisschen unter seine Fittiche nimmt, also mich, wie nennt man das, mentorisiert, mich fördert, mich als Protégé nimmt. Und dann hat er mich gebeten, ich soll ihm Themen vorstellen, Themen, die ich anbieten könnte im Businessbereich und wir reden dann drüber. Und dann habe ich mir bis zum nächsten Treffen die wildesten Themen überlegt. Also Themen, die die Welt noch nicht gesehen hat, habe ich aufgeschrieben und kurz beschrieben und das war echt wildes Zeug. Und der guckte sich die Liste so an und guckte sie nochmal an und hat erst nicht reagiert. Und dann guckt er mich an und fragt mich, warum bieten Sie denn nicht sowas an wie Zeitmanagement? Und dann guckte ich völlig entsetzt und meinte zu ihm, ja, aber das bietet doch jeder an. Dann meinte er zu mir, naja, und kennen Sie einen, bei dem es klappt? Und der Satz hat mich wirklich getroffen. Der hat mich wirklich getroffen, weil seitdem gucke ich auf diese Themen wie Zeitmanagement, gelungene Kommunikation, Konfliktmanagement, Motivation und so weiter und so fort. Also die banalsten und simpelsten Themen, die Themen, wo du denkst, die bietet doch jeder an. Und ich frage mich immer, und kennst du einen, wo es klappt? Und was wären die Leute bereit, auch ich, zu bezahlen, wenn man irgendwo ein Angebot bekäme, wo das klappt? Na gut, die gute Nachricht ist zum Thema Zeitmanagement. Kann ich dir heute ein paar Sachen verraten, mit denen es auf jeden Fall deutlich besser klappt. Wenn du dich mit Zeitmanagement beschäftigst, wirst du irgendwann auf den Namen Stephen Covey stoßen und um den kommst du nicht drum herum. Der hat damals geschrieben, die 7 Wege zur Effektivität und dann irgendwann noch als weiteres Buch, der Weg zum Wesentlichen. Und da stellt er ein Zeitmanagementmodell vor, welches, obwohl es, glaube ich, aus den 80ern stammt, meines Wissens bis heute ungeschlagen ist, nach wie vor aktuell das Beste. Es gibt immer wieder ständig neue Aufgüsse davon, aber eigentlich hat keiner was Besseres gefunden. Und das Modell basiert auf einem noch viel älteren Modell, auf der Eisenhower-Matrix aus den, glaube ich, 30er Jahren. Dazu musst du dir jetzt die zweite innere Grafik vorstellen, nämlich einfach ein Quadrat, in das du ein Kreuz reinmachst, wodurch es sich in 4 kleine Quadrate verteilt. Das heißt, du stellst dir einfach vor, 4 Quadrate angeordnet als ein größeres Quadrat. Das heißt, wir haben links oben, rechts oben, links unten, links, links oben, rechts oben, links unten, rechts unten, genau, so haben wir das. Und Corvey nummeriert die Quadranten durch, 1, 2, 3, 4. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, ich habe keine Ahnung warum, dass ich das A, B, C und D nenne. Es ist im Grunde egal, ich spreche hier von A, B, C und D. Und Corvey unterscheidet dieses Fenster, dieses Johari-Fenster nach 2 Fragen. Und zwar die eine Frage ist, ist es wichtig, ja oder nein? Und was wichtig ist, kommt in die obere Zeile und was nicht wichtig ist, kommt in die untere Zeile. Und dann ist die zweite Frage, ist es dringend, ja oder nein? Und was dringend ist, kommt in die erste Spalte und was nicht dringend ist, kommt in die zweite Spalte. Und wie gesagt, das ist ein uraltes Modell aus den 30ern und ich erkläre es dir kurz und dann sage ich dir, warum es nicht funktioniert. Weil man denkt sich ja, ey, ich meine, wenn es seit 100 Jahren das Modell gibt, könnte doch mal, warum hat dann überhaupt noch jemand Probleme mit Zeitmanagement? Wir kommen gleich drauf. Wenn du jetzt diese 4 Quadrate benennst, dann beginnen wir also oben links. Da schreibe ich ein großes A rein.
Die A-Aufgaben, das sind die, die sind sowohl wichtig als auch dringend. Daneben hast du dann die in meiner Welt B-Aufgaben, die sind auch wichtig, aber nicht dringend. Unter den Aufgaben, also das ist dann unten links, hast du die Aufgaben, die sind zwar dringend, aber nicht wichtig. Das sind die C-Aufgaben. Und in der rechten unteren Ecke hast du dann die Sachen, die weder wichtig noch dringend sind. Das sind dann die D-Aufgaben. A, B, C, D. Diese einfachen beiden Fragen von Eisenhower, also angeblich Eisenhower, ist es wichtig, ist es dringend. Und seit ungefähr 100 Jahren wird jetzt im Zeitmanagement verkündet, dass wenn du deine Aufgaben in diese vier Felder sortierst, dann musst du notgedrungen zuerst die A-Aufgaben machen, also das, was wichtig und dringend ist, da kommst du nicht vorbei, das ist auf Platz 1. Aber dann solltest du als nächstes die dringenden, nicht wichtigen Sachen delegieren, die nicht wichtigen, nicht dringenden Sachen wegschmeißen und den Rest deiner Zeit ausschließlich mit den wichtigen Aufgaben verbringen, die nicht dringend sind. Soweit die Theorie. Und ich habe diese Theorie kennengelernt und fand sie oder ich habe auf eine großartig, wo ich dachte, ja, genau so muss das sein und habe also erstmal beschlossen, wie es eben so meine Art ist, wir starten mit einer Inventur und ich habe, und das empfehle ich dir auch sehr, dass du das machst, und ich habe mal einfach ein paar Tage mitgeschrieben und mich bei allem, was ich so im Laufe des Tages tue, gefragt, ist das wichtig, ja oder nein, ist das dringend, ja oder nein. Und jetzt kommt der NLPler durch, weil, also wenn du das eine Zeit lang machst, über einige Aufgaben, über Stunden, über Tage, vielleicht über eine Woche, dann wirst du merken, dass es überhaupt nicht einfach ist, sich zu entscheiden, ob die Sache, die man gerade macht, eigentlich wirklich wichtig ist und ob sie wirklich dringend ist. Wie ist zum Beispiel mit Schlafen? Also, das ist ein Klassiker, wo Leute sich überlegen, ist Schlafen jetzt eigentlich wichtig oder nicht wichtig? Die einen sagen natürlich, Schlafen ist lebenswichtig, weil wenn du nicht schläfst, dann stirbst du irgendwann. Die anderen sagen, schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Das ist doch um Gottes Willen keine wichtige Aufgabe meines Lebens zu schlafen. Das Gleiche ist bei der Frage, ob und wann ist Schlafen dringend? Wie ist es mit Essen? Wie ist es mit Körperpflege? Wie ist es mit Freunde treffen? Wie ist es mit den Schreibtisch aufräumen? Also, du wirst merken, wenn du ins Detail gehst und dich wirklich bei dem, was du Tag ein, Tag aus machst, fragst, ist das eigentlich gerade wirklich wichtig? Ist das eigentlich gerade wirklich dringend, was ich mache? Dann kommst du in Teufelsküche, weil diese Entscheidung ist, weiß Gott, nicht einfach. Das hat auch Covey gemerkt und deswegen bringt er in seinem Buch eine Lösung, die nicht funktioniert. Und die Lösung, die nicht funktioniert, ist ganz einfach. Er sagt, wichtig ist, was dich deinen Lebenszielen näher bringt. Cooler Satz, kann man sich direkt aufschreiben. Das Dumme ist nur, dass die meisten Leute, die mit ihrem Zeitmanagement Probleme haben, auf die Frage, was ist denn dein Lebensziel? Nicht so richtig eine Antwort haben. Also die kennen ihr Lebensziel nicht. Das weiß auch Covey. Und darum sagt er, sein Lebensziel zu finden oder festzulegen, wäre eine der wichtigsten B-Aufgaben. Also es ist ja nicht dringend. Du kannst dein Lebensziel auch noch morgen oder übermorgen finden. Auch wenn du es nächste Woche erst findest, geht die Welt nicht unter. Ne? Aber wichtig ist es schon. Und an dieser Stelle kommt Covey in eine Paradoxie, weil er sagt, damit du entscheiden kannst, was wichtig und dringend ist, brauchst du Lebensziele. Aber um Lebensziele zu definieren, brauchst du ein gutes Zeitmanagement. Aber um ein gutes Zeitmanagement zu haben, brauchst du die Entscheidung, die du nur bekommst durch die Lebensziele, die du aber noch nicht hast, weil du kein Zeitmanagement hast und deswegen hast du keine Zeit, deine Lebensziele zu finden. Und jetzt beginnt eine Endlosschleife. Und das klingt jetzt hier vielleicht ein bisschen albern, aber ich habe genügend Leute beobachtet, die ein miserables Zeitmanagement haben. Und in ganz vielen Fällen, und darüber ging auch einer meiner ersten Artikel, die ich jemals geschrieben habe, damals noch für die Zeitschrift Multimind. Ich glaube, ich werde das unten verlinken, den Text. Also ich habe viele Leute beobachtet und anfangs gehörte ich auch dazu, deren Zeitmanagement deswegen miserabel war, weil sie genau in dieser Paradoxie drin gehangen sind.
Das heißt, nicht wissen, was mein Lebensziel ist und deswegen nicht das richtige Werkzeug haben, wie ich weiterkomme, und dann klappt das Ganze nicht. Ich weiß nicht, wieso dieser Fehler bei Covey im Konzept drin ist. Ich glaube, mein wertschätzendster Verdacht ist wirklich, dass Covey, weil der ist ein unglaublich schlauer Mensch oder war ein unglaublich schlauer Mensch, inzwischen lebt er ja nicht mehr, dass er sich der Sache natürlich bewusst war, dass das an der Stelle eine Paradoxie ist und dass er neben den preiswerten Büchern ja auch noch sehr teure Seminare angeboten hat. Und ich unterstelle ihm mal, reine Fantasie, ich habe keine Ahnung, ob es wirklich so war, dass er das Problem dann im Seminar für eine ordentliche Summe mit den Leuten geklärt hat, sodass deren Zeitmanagement geklappt hat. Von mir bekommst du jetzt allerdings einen Trick, wie du, obwohl du noch keine Lebensziele hast, das Ganze für dich klären kannst, ob es wichtig und dringend ist. Und dazu muss ich ein bisschen ausgreifen und jetzt kommen wir auch gleich zu Freiheit und Verantwortung. Also die Frage ist, was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Und ich habe irgendwann gemerkt, man kann da eine ganz einfache Frage einbauen. Und zwar, wenn es irgendjemand anderes machen könnte, dann ist es für dich nicht wichtig. Das ist ziemlich simpel. Also, kann jemand für dich schlafen? Nein. Kann jemand für dich essen? Nein. Kann jemand für dich Sport machen? Nein. Kann jemand für dich deinen Schreibtisch aufräumen? Wahrscheinlich schon. Es kann auch jemand für dich putzen und es könnte sogar für dich, bei den meisten Leuten könnte sogar jemand für die zur Arbeit gehen. Hauptsache, das Geld kommt. Also, du kannst die Frage, ist es wichtig oder ist es nicht wichtig, einfach durch die Frage ersetzen. Könnte ich es theoretisch delegieren? Und ich sag dir so, in dem Augenblick, wo du in deinem Leben Körperpflege delegieren musst, geht es dir nicht mehr gut. Also behalte das lieber bei dir. Und das ist total einfach, weil das kannst du sofort, ohne jedes Lebensziel, kannst du das klären, ob du das delegieren. Wir sind noch nicht an der Frage, ob du es delegieren möchtest. Da kommen wir nachher drauf. Aber erstmal ist es so, wenn du es delegieren könntest, dann ist es in der unteren Zeile, dann ist es auf jeden Fall eine C- oder D-Aufgabe. Damit haben wir das eine schon mal geklärt. Und das zweite ist die Frage, ist es dringend? Und da gebe ich dir als Tipp zwei Fragen oder zwei Ideen. Die eine Idee ist, dass Dringlichkeit normalerweise fremdbestimmt ist. Das heißt, wann dein Badezimmer dringend geputzt werden muss, entscheidet normalerweise das Badezimmer. Durch den Anblick, die Art der Bewegung, die sich am Boden dann ergibt von selber und vielleicht auch bestimmte olfaktorische Komponenten. Das heißt, Dringlichkeit kommt von außen in Form von Briefen vom Finanzamt, in Form von wütenden Anrufen, bösen Blicken oder halt Dingen in der Wohnung, die anfangen von selbst sich zu bewegen und zu leben. Das heißt, da brauchst du dich gar nicht groß zu kümmern. Das wird dir mitgeteilt, wenn irgendwas in deinem Leben dringend ist. Und die zweite Idee, wie du Dringlichkeit feststellen kannst, ist eine Frage von Frau Birkenbiel. Sie hat das so formuliert: Würde die Welt untergehen, wenn ich es um einen Tag verschiebe? Das finde ich ein bisschen sehr groß in die Kiste gegriffen, aber du kannst es etwas kleiner machen. Und das wäre die Frage: Wäre ich bereit, mit den Konsequenzen umzugehen, die passieren, wenn ich es jetzt nicht mache? Also, alles hat seinen Preis und wenn du irgendeine Aufgabe nicht machst, hat es auch seinen Preis. Und wenn du sagst: Ja, ich bin bereit, mit dem Preis umzugehen, dann ist es nicht dringend. Dringend sind die Sachen, wo du sagst, ich bin nicht bereit, den Preis dafür jetzt zu bezahlen. Das heißt, du kannst also die obere Zeile dann mit dem Wort ich und die untere Zeile mit dem Wort nicht ich. Und jetzt kommen die nächsten beiden Worte. Die erste Spalte, die Spalte der Dringlichkeit, ist mit muss. Und die zweite Spalte, die nicht dringend ist, will und kann. Und jetzt kannst du diese vier Felder wunderbar benennen und kannst sagen, die A-Aufgaben sind ich muss. Das ist doch einfach, oder? Also das, was du selber tun musst, das sind A-Aufgaben. Die B-Aufgaben, das sind die wichtigen, nicht dringend, ist dann ich will. Vielleicht auch ich kann, aber vor allem ich will. Und zwar ganz wichtig, in Abgrenzung zum muss. Ich muss nicht, aber ich will. Während die C-Aufgaben ist dann irgendjemand muss. Also irgendjemand muss jetzt einfach mal das Badezimmer putzen, irgendjemand muss was zu essen einkaufen, irgendjemand muss den Müll runterbringen und irgendjemand muss die Steuererklärung machen. Irgendjemand muss. Wenn du mit Zeitmanagement anfängst, kann sein, dass du ganz oft dich umguckst und feststellst, da ist gerade niemand außer dir.
der das jetzt tun könnte, dann wird daraus leider Gottes eine Aufgabe, dann musst du. Aber prinzipiell ist schon klar, das sind halt Sachen, die müssen getan werden. Aber die Sachen müssen getan werden. Sie müssen nicht von dir getan werden. Das sind die C-Aufgaben. Und die D-Aufgaben sind dann, irgendjemand könnte mal die Urlaubsfotos sortieren oder die Bücher nach Farben der Buchrücken sortieren oder irgendwie so weit in der Richtung. Das sind diese, irgendjemand könnte mal Aufgaben. Okay, jetzt kannst du deine Jobs schon mal sortieren und jetzt könntest du, wenn du wolltest, die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tage mal mitzählen, wie viele A-Aufgaben machst du, wie viele B-Aufgaben, wie viele C-Aufgaben, wie viele D-Aufgaben. Ich empfehle dir, das auch wirklich zu tun. Also wie oft tust du im Leben Sachen, die du tun musst? Wie oft tust du Sachen, die du tun willst, obwohl du nicht musst? Wie oft tust du Sachen, die einfach gemacht werden müssen und es ist halt einfach kein anderer da außer dir? Und wie oft tust du Sachen, die man mal machen könnte und dann tust du sie halt? Covey hat diese Arbeit gemacht und zwar nicht nur bei sich, sondern auch bei ganz vielen Leuten und hat dabei zwei spannende Sachen festgestellt. Und zwar, das eine ist, er hat also unterschieden zwischen den Leuten, ich meine, Covey ist sehr orange und das ist natürlich dann der Wert Erfolg im Mittelpunkt. Ich nehme mal das Wort Erfolg, obwohl man wahrscheinlich besser von Glück reden sollte. Er hat also geguckt, wie ist die Zeitbudgets in diesen A, B, C, D-Aufgaben von den glücklichen und erfolgreichen Menschen und wie ist das von den nicht so glücklich, nicht so erfolgreichen Menschen. Und er hat dabei etwas Spannendes festgestellt, nämlich die Menge der A-Aufgaben ist bei allen Leuten ungefähr gleich. Ich weiß nicht, wie viel das war. Ich glaube, so ungefähr 10% oder um den Dreh 10, 15%. Es gibt bestimmte Berufe, wie zum Beispiel Feuerwehrmann. Da ist es logischerweise mehr, weil wenn es brennt, dann müssen die halt. Aber im Großen und Ganzen ist das so eine stabile Menge von A-Aufgaben, wo ich für mich daraus geschlossen habe, da kannst du scheinbar nichts dran machen. Also, das ist so, wie es ist. Es lohnt sich wahrscheinlich noch nicht mal wirklich, dass man die versucht zu reduzieren. Und das Lustige ist, das Gleiche gilt auch bei den D-Aufgaben. Die D-Aufgaben sind in Wirklichkeit, ich glaube, das waren 2 oder 3%, lächerlich wenig, wenn du das in seinem Buch findest, wo man nur sagen kann, vergiss es, kümmere dich nicht um D-Aufgaben. Die spielen einfach keine Rolle. Aber dann kommt der große Unterschied, nämlich die Glücklichen und Erfolgreichen, die sind so bei 70, 80% der B-Aufgaben. Also das sind die wichtigen, nicht dringenden, während die Normalos sind bei 70, 80% C-Aufgaben. Das sind die nicht wichtigen, aber dringenden. Das heißt, der Unterschied ist nur in der Verteilung deiner Zeit zwischen den B- und den C-Aufgaben. Und jetzt legst du beide Grafiken übereinander. Die eine Grafik mit dem A, B, C, D-Aufgaben, wo es ging um wichtig, nicht wichtig, dringend und nicht dringend, und die andere Grafik mit Freiheit und Verantwortung und der Linie in der Mitte. Und du siehst, weil das kannst du nicht einfach aufeinander legen, dass es sich um das Gleiche handelt. Nämlich oben in der obersten Zeile hast du viel Freiheit. Also die A- und B-Aufgaben bieten viel Freiheit, vor allem die B-Aufgaben, während da, also je weiter du nach oben kommst und je weiter du auf die rechte Seite kommst, umso mehr Verantwortung hast du. Und das, ich habe dir vorhin gesagt, die Leute streben danach, Freiheit und Verantwortung in Balance zu bringen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, dass du beides niedrig balancierst, also dass du sagst, ich möchte nicht viel Verantwortung, aber dafür verzichte ich auch auf Freiheit. Da kommen dann die C-Aufgaben raus. Weil bei den C-Aufgaben ist es halt so, dass jemand anderes dir sagt, was du jetzt tun musst. Also ich drück's mal ein bisschen sehr billig aus. Wenn irgendjemand mit einem eher erfolgreichen Zeitmanagement nach Covey beschließt, ich muss nicht putzen, ich lasse jemanden putzen, dann gibt es halt auch jemanden, der dafür putzt an dieser Stelle. Und die Person, die da putzt, ist normalerweise eine, die halt die C-Aufgaben viel macht und sagt, okay, sag mir einfach, was ich tun soll, und dann mache ich das. Und dafür kriege ich mein Geld und habe dann meine Ruhe. Das heißt, die meisten Leute bevorzugen es, Freiheit und Verantwortung niedrig zu balancieren. Dann kommen sie bei den C-Aufgaben raus. Und eine kleine Gruppe von Leuten bevorzugt es, Freiheit und Verantwortung hoch zu balancieren. Da kommen sie bei den B-Aufgaben raus.
Ich komme gleich dazu, wo auf dem Weg es häufig eine falsche Abbiegung gibt. Aber vorher gibt es noch etwas, was ich finde ganz großartiges, nämlich Stephen Covey hat diesen vier Aufgaben A, B, C und D auch noch jeweils Namen gegeben. Die Namen finde ich ganz großartig. Er nennt die A-Aufgaben, das sind die wichtig und dringend, die Ich-Muss-Aufgaben, wobei das Ich-Muss ist von mir, die nennt er Notwendigkeiten. Das finde ich ein großartiges Wort. Notwendigkeit ist echt großartig. Also das Zeug ist einfach notwendig. Die B-Aufgaben, also die mit viel Freiheit, das lass mal weg, das, ich komme gleich drauf, die mit viel Wichtigkeit und wenig Dringlichkeit, die nennt er Qualität oder Lebensqualität, weil das ist das, was dein Leben halt zu einem schönen, erfolgreichen, qualitätsvollen Leben macht. Es wird immer besser. Die C-Aufgaben nennt er Täuschung, weil er sagt, bei denen kommt man sich oft zu wichtig vor, aber man ist gar nicht wichtig oder die Aufgaben sind gar nicht wichtig, aber man hat das Gefühl, man tut richtig ordentlich was. Du kennst vielleicht von manchen Leuten die Schwierigkeiten mit der Selbstorganisation und dann durch ihr eigenes Leben rumirren wie ein aufgeschrecktes Huhn und nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Und dann tun sie halt zum Beispiel irgendwas sortieren. Das fühlt sich dann unglaublich tüchtig an, weil man was sortiert, aber im Grunde ist es gerade kompletter Quatsch, das zu sortieren. Und darum ist das Wort Täuschung an dieser Stelle ganz schön. Ja gut, und die D-Aufgaben nennt Corvey Verschwendung, weil die sind weder wichtig noch dringend. Also schmeißt das Zeug einfach weg. Ich habe dir ja gesagt, die Idee ist, dass du die C-Aufgaben delegierst und die Aufgaben wegschmeißt. Also, es startet in jedem Fall, bei jedem Menschen, in jedem Leben, es startet mit den A-Aufgaben, es startet mit den Notwendigkeiten, es startet mit den Sachen, die wichtig sind und die getan werden müssen und die jetzt getan werden müssen. Das sind die Aufgaben, die macht jeder zuerst. Und irgendwann, sind die weg. Und jetzt kommt die große Frage des Zeitmanagements. Wenn du das, was wichtig und dringend ist, gemacht hast, machst du danach zuerst die Sachen, die wichtig sind, aber nicht dringend? Oder machst du danach zuerst die Sachen, die dringend sind, aber eigentlich nicht wichtig? Und das ist die Grundfrage des Zeitmanagements. Ob du, wenn die, wo beides drin ist, weg sind, erst nach Wichtigkeit oder erst nach Dringlichkeit gehst. Da geht es jetzt um die Frage von Freiheit und Verantwortung, weil wenn du nach den Notwendigkeiten zuerst das machst, was wichtig, aber nicht dringend ist, dann übernimmst du viel Verantwortung für dein Leben und nimmst dir auch sehr viel Freiheit raus. Wir kommen gleich drauf, was das für Konsequenzen hat. Wenn du aber sagst, nee, ich mache erstmal das dringende Zeug, Bad putzen, einkaufen, Müll runterbringen und sowas in der Richtung, dann drückst du dich um die Verantwortung herum, was ich dir gönne, verzichtest aber auch auf ganz viel Freiheit, weil das ist normalerweise fremdbestimmt, diese Dringlichkeiten. Also, welche Art von Balance möchtest du? Möchtest du hochbalanciert Freiheit und Verantwortung oder möchtest du es eher niedrig balanciert? Um mal eine Formulierung zu bringen, die früher politisch korrekt war und heute umstritten, ist die Frage, bist du Häuptling oder Indianer? Weil die Häuptlinge, das sind die, die Freiheit und Verantwortung hochbalancieren wollen und die Indianer, die sind halt glücklich, wenn es beides eher niedrig ist. Und wenn du dich umguckst in menschlichen Gesellschaften seit Jahrtausenden, stellst du fest, dass es halt deutlich weniger Häuptlinge als Indianer gibt. Das soll so sein, weil ein Stamm, eine Gemeinschaft, die irgendwie drei Indianer und 70 Häuptlinge hat, das wird natürlich ein bisschen schwierig. Von daher ist es völlig in Ordnung. Die meisten Leute möchten Freiheit und Verantwortung lieber auf einem etwas niedrigeren Niveau balanciert haben. Das ist absolut cool. Man muss aber dazu sagen, diese Menschen hören normalerweise in ihrer Freizeit keine Modeling- und NLP-Podcasts, wo sie lernen, wie sie ihr Leben selbstbestimmt, freiheitlich und verantwortlich gestalten. Das heißt, indem dass du das Ganze hörst und es vor allem jetzt immer noch hörst, stehst du bereits unter Verdacht, dass es dich eigentlich dazu zieht, dass du zu den B-Aufgaben möchtest, mit viel Freiheit und viel Verantwortung. Starten aber die meisten Leute natürlich an also an der Stelle mit den A-Aufgaben. Und
Wenn du jetzt also in irgendeinem System drin bist, wo du diese Balance von den C-Aufgaben zu den B-Aufgaben ändern möchtest, dann machen viele Menschen, das ist eben dieser Irrweg, dann machen viele Menschen gerade im Business-Kontext den Fehler, dass sie, um in diese rechte obere Ecke zu kommen, immer mehr Verantwortung übernehmen. Weil man ihnen halt sagt, du musst Verantwortung übernehmen, wenn du hier weiterkommen willst. Frage nach Verantwortung, übernimm Verantwortung, was weiß ich. Aber komischerweise sagt dir keiner, dass du dir Freiheiten nehmen sollst. Nein, Freiheit nimmst du dir bitte nicht. Das heißt, wenn du auf diesen Quatsch reinfällst, und ich sag mal ganz bewusst, dass das wirklich Quatsch ist, dann wird sich dein Feld mit den A-Aufgaben immer größer, immer größer, immer größer werden. Und darfst nicht vergessen, je mehr Verantwortung du übernimmst, ohne die zur Balance nötige Freiheit dir zu nehmen, umso mehr profitieren andere davon, die dann ihr eigenes bisschen mehr Richtung Freiheit balancieren können. Und deswegen ist es so, wenn du dich umguckst, also Verantwortung ist so, es gibt jetzt echt nicht so viele Menschen, die wirklich Verantwortung unbedingt haben wollen. Die meisten sagen, hat auch morgen noch Zeit. Und drum ist es relativ leicht, Verantwortung zu übernehmen und die zu bekommen. Und ja, hier nimm, du darfst die haben, du bist hier so viel verantwortlich. Das am schlimmsten ist, wenn du verantwortlich gemacht wirst. Was mit Freiheit eher nicht so ist. Also wenn du wartest, bis dir irgendjemand Freiheit gibt oder Freiheiten gibt, dann kannst du lange warten. Das heißt, wenn du dich offen zeigst für Verantwortung, dann bekommst du normalerweise auch Verantwortung, aber du kannst dich noch so offen für Freiheit zeigen. Freiheit gibt dir keiner. Die musst du dir nehmen. Und je mehr du dich dadurch halt in das Feld der B-Aufgaben bewegst, viel Freiheit, viel Verantwortung, umso weniger C-Aufgaben wirst du automatisch übernehmen. Das sind die halt mit wenig Freiheit, wenig Verantwortung. Und plötzlich merkt vielleicht irgendjemand in deiner Nähe, dass das Badezimmer nicht geputzt ist. Und irgendjemand in deiner Nähe sagt dann vielleicht sowas wie, das Badezimmer müsste mal geputzt werden. Schatzi. Und dann sagst du, ja, dann putz es doch. Und das gibt dann manchmal schwierige Gespräche. Weil dann plötzlich rauskommt, das stimmt, es müsste geputzt werden. Es müsste geputzt werden, aber das muss doch nicht ich machen, das kannst doch du genau so machen. Und solange halt in so einer Beziehung eine von beiden Seiten eher Richtung wenig Freiheit, wenig Verantwortung, Fremdbestimmung geht, sagst du, na, dann putze ich halt schnell, muss ja geputzt werden. Und das ist natürlich ein Vorteil für die andere Seite, die sagt, oh schön, in der Zeit kann ich meine Lebensziele mir ausdenken. Wenn dann mal dann die erste Seite sagt, du, ich will jetzt auch ein bisschen mehr Lebensqualität haben und mache ein bisschen mehr von dem, was ich will und nicht, was getan werden muss, dann muss man halt einfach verhandeln. Zeitmanagement, Konfliktmanagement und so weiter und so fort, verhandeln. Mein Tipp wäre, nehmt euch eine Putzfrau. Also ich glaube, du hast verstanden, worum es geht. Es geht um diese Frage der Balance, niedrig oder hoch. Mein Tipp wäre, wenn du den Podcast hörst, balanciere hoch. Und da war ich jetzt aber als NLPler noch nicht ganz zufrieden. Ich wollte jetzt noch ein bisschen genauer wissen, was ist es denn jetzt wirklich, diese Freiheit und diese Verantwortung? Und es gibt jetzt von Leslie Cameron Mandler und Michael Lebeau in diesem wunderschönen Buch Die Intelligenz der Gefühle, im Original Emotional Hostage, gibt es eine Definition des Gefühls Verantwortung. Und zwar sagen die etwas, das fand ich am Anfang sehr hart, wie ich das gelesen habe, aber ich dachte mir, ich lasse mich drauf ein, habe irgendwann gemerkt, das ist doch viel Wahres dran. Und zwar sagen die, bevor du Verantwortung übernimmst, solltest du drei Fragen dir stellen. Und nur wenn du sie alle drei mit einem wirklich kongruenten, hundertprozentigen Ja beantwortest, alle drei, dann übernimm Verantwortung. Wenn du nur zwei oder zweieinhalb davon mit einem Ja beantwortest, dann übernimm keine Verantwortung. Und die Frage Nummer eins ist die Frage, muss es getan werden? Also das ist klar, dass wenn da irgendwas nicht getan werden muss, ist es sowieso Quatsch, dass du dafür die Verantwortung übernimmst. Dann kommt Frage Nummer zwei. Kannst du es tun? Weil sie schreiben mit Recht, dass es halt einen einfach fürchterlich unglücklich macht, wenn man die Verantwortung übernimmt für Dinge, an denen man selber einfach nichts ändern kann. Deswegen ist Frage Nummer eins, muss es getan werden? Und Frage Nummer zwei, kannst du es überhaupt? Und dann kommt die ganz harte Frage Nummer drei.
kannst nur du es oder könnte es auch jemand anderes jetzt machen? Und die sagen ernsthaft, nur wenn du auch die dritte Frage, nämlich dass nur du es kannst, mit Ja beantwortest, dann solltest du Verantwortung übernehmen. Also, ich kann es, nur ich kann es jetzt machen und es muss getan werden. Und bitte, die schreiben ganz klar, dass wenn du nur zwei oder zweieinhalb dieser Fragen mit Ja beantwortest, kannst du trotzdem mitmachen. Du kannst helfen, du kannst unterstützen, du kannst dich engagieren, du kannst alle möglichen Dinge dazu beitragen, aber übernehme nicht die Verantwortung dafür. Wenn du jetzt aber zum Beispiel mal guckst auf so die Frage, brauchst du Lebensziele? Dann könnte das sehr spannend sein, weil dann könnte die Frage sein, brauchst du Lebensziele? Muss es sein? Vielleicht, wenn du dieses Corvische Zeitmanagement-Modell gut findest, stellst du fest, ja, ich brauche wirklich Lebensziele, es muss sein. Dann ist Frage Nummer zwei, kannst du dir Lebensziele machen? Also ja, mit entsprechenden NLP-Methoden, Ralfs tollen Podcast und sonstigen Sachen kann ich mir Lebensziele machen. Dann kommt Frage Nummer drei, kannst nur du das machen? Dann ist die Frage, kannst du auch ChatGPT fragen? Ja, natürlich kannst nur du es machen. Wer außer dir sollte dir bitteschön deine Lebensziele sagen? Und plötzlich stellst du fest, ja, du brauchst Lebensziele, ja, du weißt, wie es geht oder kannst herausfinden, wie es geht und ja, es kann niemand anderes für dich machen. Von der, ja, bitte übernehme Verantwortung für dein Leben und für deine Lebensziele. Von daher sind die Fragen schon sehr sinnvoll. Und wenn du jetzt stattdessen guckst, zum Beispiel Hunger in der dritten Welt oder Klimawandel oder sowas in der Richtung, dann ist Frage Nummer eins, kannst du es? Nee, Frage Nummer eins, muss es sein? Da kann man sich drauf einigen, ja, es muss wirklich sein. Aber Frage Nummer zwei, kannst du es? Da ist schon mal ein ganz, 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 ganz großes Fragezeichen. Kannst du es? Ja, du kannst möglicherweise ein bisschen deinen Teil dazu beitragen, aber du wirst um Gottes Willen nicht du alleine dieses Thema klären. Und von daher ist auch die Frage Nummer drei sofort klar. Nein, nicht nur du alleine kannst das. Deswegen mit anderen Worten, so inkorrekt das jetzt hier auch klingt, wäre der Tipp von Leslie Cameron Mandler und Michael Lebeau, dass du keine Verantwortung übernimmst für den Klimawandel, keine Verantwortung übernimmst für den Hunger in der dritten Welt, keine Verantwortung übernimmst für viele, viele andere Dinge, wo nach deren Meinung eben heutzutage sehr viele Menschen daran kaputt gehen, zerbrechen und viele Ressourcen verlieren, weil sie die Verantwortung übernehmen für Dinge, wo es besser wäre, wenn sie sagen, ich engagiere mich, ich helfe mit, ich trage meinen Teil dazu bei, aber ich übernehme nicht die Verantwortung. Übrigens, ich halte auch nichts davon, dass man das aufs Wir überträgt und sagt, wir sind verantwortlich, weil wir heißt nur toll, ein anderer macht's. Also lassen wir das weg. Das war von den beiden. Ich kann, nur ich kann, es muss. Und dachte ich, meine, das ist jetzt toll, wenn ich für Verantwortung so drei Fragen habe. Ich hätte auch gerne drei Fragen für Freiheit. Und habe dann nach einigem Nachdenken und Recherchieren für mich drei Fragen gefunden oder drei Punkte gefunden, die Freiheit definieren. Und zwar ist das die schöne Formulierung, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Also die drei Fragen für Freiheit sind: Kann ich's tun? Weil ich meine, sorry, wenn du es nicht tun kannst, ich kann dir jede Freiheit geben, dass du fliegst, aber du kannst nicht fliegen und von daher bringt dir die Freiheit nichts. Also kannst du es tun? Die zweite Frage ist, könntest du es auch lassen? Oder wird es irgendwann, kommt ein Punkt, wo du nicht drum herum kommst? Also, ich habe darüber eine Newsletter-Serie mal geschrieben, einfach über dieses, die Freiheit, Dinge nicht zu tun, non serviam. Auch wenn es alle anderen machen, ich mache es nicht. Dieses, nein, ich will jetzt einfach nicht. Gibt es eine berühmte Geschichte von Charles Dickens? Ich würde bevorzugen, es nicht zu tun. Es gibt ein großartiges Buch, was dieses Thema hat. Also ich finde, das ist eine Qualität von Freiheit, die wird heutzutage sehr unterschätzt, sehr vernachlässigt. Freiheit besteht in ganz vielen Fällen einfach darin, etwas nicht zu tun. Also ich schätze mal spätestens vor ein paar Jahren beim Thema Masken und Impfen und Ähnliches ist klar geworden, dass Freiheit in vielen Fällen einfach auch darin besteht, etwas nicht zu tun. Tun und lassen können, was du willst. Das Dritte ist dann, dass du halt vom Ich muss zum Ich will gehst. Und ich finde, das sind schöne Definitionen, sowohl für Freiheit als auch für Verantwortung. Kannst du es tun? Kannst du es lassen? Willst du es bei der Freiheit und bei der Verantwortung? Kannst du es? Kannst nur du es und muss es getan werden? Du merkst die Frage, kannst du es? Die ist bei beiden mit drin.
Und das Ganze jetzt nochmal kombiniert mit den A-Feldern. Ich muss, dem B-Feld, ich will, im C-Feld irgendjemand müsste und im D-Feld irgendjemand könnte. Dann siehst du, jetzt wird es ein Ganzes. Und wir haben sowohl das Thema Freiheit und Verantwortung als auch das Thema Zeitmanagement geklärt. Und ich fasse zusammen, indem ich dir die beiden guten Wege des Zeitmanagements sage. Also, beide Wege beginnen an der gleichen Stelle bei den A-Aufgaben. Du musst erst das machen, was du tun musst. Das ist ja logisch. Ich meine, darum heißt es ja auch, du musst. Also, das, was du tun musst, musst du tun. Fertig. Punkt. Aus. Schluss. Vorbei. Äpfel. Kommst du nicht drum rum. Wobei du schon sehr kritisch gucken kannst, ob es wirklich du musst, weil manchmal mogeln Leute ein bisschen und dekorieren sich innerlich die C-Aufgaben als A-Aufgaben und sagen, ja, also wenn das Badezimmer sauber sein soll, dann muss schon ich das machen. Vielleicht ist es auch okay, wenn das Badezimmer nur 90% sauber ist und du deine Lebensziele so lange formulierst. Aber das ist deine Entscheidung, da mische ich mich nicht ein. Jedenfalls kritischer Blick, was musst du wirklich tun? Das tust du zuerst. Und danach kommt die Entscheidung für einen von beiden Wegen. Der eine Weg, das ist der, der laut Corvey zur Richtung Glück und Erfolg führt, ist der Weg, dass du, nachdem du das getan hast, was du tun musst, dann das tust, was du tun willst, auch und gerade dann, wenn es unnötig ist. Das ist eine heiße Formulierung, ne? Ja, das ist klar. Die A-Aufgaben sind die Notwendigkeiten und von daher sind die B, C, D-Aufgaben alle drei nicht notwendig. Und das wirst du merken, sobald du ein gutes Zeitmanagement machst. Also, was ist denn für dich einer mit einem guten Zeitmanagement? Jemand mit einem guten Zeitmanagement ist vielleicht jemand, der jeden Tag 1 bis 2 Stunden Zeit hat, spazieren zu gehen. Vormittags. Also mache ich normalerweise. Und wenn ich vormittags 1, 2 Stunden spazieren gehe, dann ist das eine Sache, wo die meisten Leute sagen würden, musst du doch jetzt nicht, du musst doch nicht jeden Tag spazieren gehen. Nein, natürlich muss ich nicht jeden Tag spazieren gehen. Das ist ja das Coole am Zeitmanagement, dass ich das tue, obwohl ich es nicht muss. Aber hallo, ich will morgens spazieren gehen, weil ich bin gerne in der Natur und so weiter und so fort. Und ja, ich mogel ein bisschen, dass ich ungefähr jedes zweite Mal mein Headset mitnehme und dabei telefoniere und da auch hin und wieder Business-Gespräche führe, sodass ich mir selber einreden kann, dass ich ja eigentlich arbeite. Wobei ich an dieser Stelle auch mal ganz ehrlich sagen muss, dass viele Newsletter und Podcasts konzipiere ich auf Spazierwegen. Von daher könnte ich jetzt irgendwie behaupten, dass ich da arbeite. Aber im Grunde ist es Quatsch. Ich bin da, weil ich da sein will. Das ist eine ganz klare B-Aufgabe. Und ich glaube, also es gibt so ein Buch, der Titel ist, glaube ich, so, nachmittags habe ich frei, oder ich weiß es nicht. Es ist auch nicht unbedingt eine Empfehlung, aber die Idee ist so, das ist irgendein erfolgreicher Manager gewesen, der hat ein Buch geschrieben, dass er sich und seine Firma so organisiert hat, dass er da bloß noch vormittags ist und nachmittags hat er frei. Ich glaube, das, was du, also was man so normalerweise innerlich als Bild hat beim guten Zeitmanagement, das sind halt Leute, die Zeit haben, also mit denen man sich treffen kann, die halt spazieren gehen, die Zeit haben, die im Grunde aufstehen, wann sie wollen, die ins Bett gehen, wann sie wollen. In den meisten Fällen stehen die dann früh auf und gehen früh ins Bett, das ist ein anderes Thema. Die aber halt nicht unter Zwängen stehen, die halt nicht in A- und C-Aufgaben drinstecken. Von daher, wenn du die A-Aufgaben gemacht hast, die Notwendigkeiten, ist Weg 1, und wahrscheinlich willst du den gehen, weil du hörst solche Podcasts, dass du danach das tust, was du tun willst, obwohl du es nicht musst, obwohl es unnötig ist, aber du sagst, das gibt meinem Leben Qualität. Punkt, ich will das tun. Oder Plan B, du machst dann halt, was getan werden muss. Also am besten noch was andere dir sagen, was du tun musst. Und wenn ich jetzt mal so richtig in die tiefsten Tiefen der Angestelltenmentalität einsteige, die nicht die deine ist, aber vielleicht kennst du Leute, die so drauf sind, die machen, was man ihnen sagt und die denken dabei auch nicht mit. Und wenn es hinterher Zeitverschwendung war oder sich nicht gelohnt hat, sagen die dir ja, wieso, du hast mir gesagt, dass ich das tun soll. Also null Verantwortung, aber halt auch null Freiheit. Die arbeiten dann wie Automaten und ich kenne ja auch genügend Leute, die so denken. Die haben kein schlechtes Leben, überhaupt nicht. Weil im Gegensatz zu den Leuten, die im B-Bereich sind, sind das Menschen, die haben irgendwann einfach frei. Da ist dann irgendwann 16 oder 17 Uhr und dann lassen die den Hammer fallen oder machen die Kasse zu oder schließen den Computer runter und haben frei.
weil die halt die Arbeit nicht mit nach Hause nehmen. Punkt, fertig. Das ist auch schön. Das ist sogar die Art von schönem Leben, die wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen schön findet. Die fühlen sich wohl in den C-Aufgaben. Die wollen, dass jemand anderes die Verantwortung übernimmt. Die sind bereit dafür, auf einen großen Teil ihrer Freiheit zu verzichten und sind dort glücklich. Du wahrscheinlich nicht. Deswegen können wir ja ehrlich sein zueinander. Wahrscheinlich ist dein Weg so, dass es für dich darum geht, dich von den A-Aufgaben zu den B-Aufgaben zu bewegen. Und da gibt es einen einzigen simplen Tipp, mit dem du das machst, und damit kommen wir zum Thema des Podcasts. Du musst dir Freiheit nehmen. Du musst dir Freiheit herausnehmen. Du musst dir Freiheit nehmen, weil das ist am Ende die Essenz. Denn wahrscheinlich, wenn du einer bist, der diese Podcasts hörst, muss ich dir nicht erklären, dass du Verantwortung übernimmst. Das weißt du selber und das macht dir wahrscheinlich auch Spaß, sonst würdest du es nicht tun. Aber was ich dir jetzt noch sage, ist, nimm dir Freiheit. Nimm dir die Freiheit, das zu tun, was du willst. Nimm dir die Freiheit, das zu lassen, was du nicht tun willst. Nimm dir die Freiheit, einfach mal darauf zu achten, was du eigentlich willst. Ja, und dann mach's oder lass es. Und ja, du hast dann auch die volle Verantwortung dafür, für das, was dadurch passiert oder nicht passiert. Aber hey, das ist halt einfach das Spiel der Häuptlinge. Jetzt denke ich an Asterix-Kampf der Häuptlinge. Okay, das war jetzt nur so ein Gedanke, der mir da durch den Kopf gespaziert ist. Jedenfalls ist es klar, wenn du von den A-Aufgaben dann sagst, ich ziehe jetzt die Freiheit durch und nehme mir mehr Freiheit, landest du automatisch in der hohen Verantwortung, weil du willst nicht zu den D-Aufgaben, wo du viel Freiheit und keine Verantwortung hast, bei den Banalitäten. Also das sind 2-3%, das ist nicht dein Spiel. Das heißt, nimm dir die Freiheit, lies ein Buch, hör einen guten Podcast, lies mein Newsletter, geh in irgendwelche Seminare oder Webinare, triff dich mit Leuten, geh in den Wald, mach Sport, geh in die Sauna, mach, was du willst. Und lass dir nicht irgendwelchen Quatsch einreden von irgendwelchen Leuten, die, wenn du jeden Tag mehrere Stunden spazieren gehen würdest, dir erklären, du hättest ein schlechtes Zeitmanagement, weil du so wenig arbeitest. Das Gegenteil ist der Fall. Jemand, der von früh bis spät arbeitet, hat definitiv ein schlechtes Zeitmanagement. Jemand, der jeden Tag spazieren geht und Zeit hat für Freunde und um mit den Kindern zu spielen und ein gutes Buch zu lesen, das ist eine Person. Die hat ein gutes Zeitmanagement, okay? Und der Trick dabei, der einzige Trick, der Dreh- und Angelpunkt, ist die Sache mit der Freiheit. Das war's für heute. Nächste Woche geht es um den Willen. Am Dienstag, dem 3. Dezember, im Podcast 137. Aber ja, zwischendurch kommt noch ein Webinar und ein Newsletter. Und ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Leben und deiner Freiheit. Und das war's für heute und bis nächste Woche. Und tschüss.